Autsch, 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 jetzt wollte ich gerade das Video starten und hat mir einfach mein Bein gestoßen. Zum Glück hat das keiner gesehen. Warte mal, die Kamera ist ja schon an. Was geht ab, Schildkrötengang? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich habe einfach von Leia einen Brief erhalten. Schaut euch das mal an. Hey, Oxy, ich bin gerade alleine im Wald. Komm gerne zu mir. Liebe Grüße, Victor, Leia, genau. Oh yeah, Leute, ihr seht's, das hat sie mir einfach geschrieben. Oh Mann, Leia ist einfach ganz alleine im Wald und ruft mich, da muss natürlich direkt hingehen. Hey, Leia! Ja, wo bist du bitte? Aber was macht sie bitte im Wald? Und warum bei Mitternacht? Leute, ist doch schon voll spät. Einen Moment mal. War da gerade irgendjemand? Einen Moment mal, Leute, da war doch gerade jemand. Spult mal ganz kurz alle zurück. Naja, egal. Das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Leute, hier muss doch irgendwo Leia sein. Leia, du hast mich doch in den Wald gerufen. Leia, hallo, wo bist du? Leia. Oh Mann, hier irgendwo muss sie doch sein. Leia. Oh Mann, ey, wo ist bitte Leia? Das kann es doch nicht sein. Einen Moment mal, eine Fledermaus. Geh weg, Mann. Zeig mir einfach, wo Leia ist. Wenn du mir das nicht zeigen kannst, dann geh weg von mir. Oh Mann, eine Fledermaus, was will die denn bitte von mir? Hey, warte mal, die verfolgt mich ja. Was willst du von mir? Geh weg, du Fledermaus. Da ist sie ja schon wieder. Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst. Was? Das tut voll weh. Einen Moment mal, hat die gerade geredet, die Fledermaus? Oh Mann, Leia, komm jetzt bitte. Hier wird's echt langsam gruselig. Leia, du musst hier doch irgendwo sein. Hallo? Leia wird nicht kommen. Warte mal, Fledermaus, hast du gerade etwa geredet? Einen Moment mal. Ah, Victoria, meine komische Vampirfreundin, was machst du denn hier? Ich bin hier, um dich zu treffen, Oxy. Erinnerst du dich an mich? Oh ja, ich erinnere mich doch an dich. Hey, Schildkrötengang, kennt ihr noch Victoria? Was willst du bitte von mir? Hör mal zu, ich will kein Vampir sein. Bist du dir sicher, dass du kein Vampir sein willst? Kein Vampir werden? Oh ja, da bin ich mir komplett sicher, Victoria. Ich wollte mich hier mit Leia treffen. Schau mal, ein Buch habe ich von ihr bekommen. Die muss hier irgendwo sein. Naja, weißt du was? Nicht Leia hat diesen Brief geschrieben, sondern ich. Warte mal, du hast das Buch geschrieben? Einen Moment mal, Schildkrötengang, lass alle schnell ein Like und ein Abo da, damit ich direkt die Flucht ergreifen kann. Dann los auf 3 Like abonnieren. 1, 2, 3. Immer noch dieselben Tricks. Mir entwischst du nicht. Ah, schnell weg hier, Leute. Oh Mann, das kann's doch nicht sein. Meine Vampirfreundin. Autsch, hat sie mich gerade gebissen und hat irgendwas an mir abgesaugt oder so. Autsch, warte mal, was machst du denn da? Einen Moment mal, hast du gerade etwa an meinen Nacken gebissen? Autsch, da ist jetzt ein bisschen Ketchup einfach dran. Was soll das denn bitte, Victoria? Du schmeckst so gut wie immer, Oxy. Bist du dir sicher, dass du nicht für immer mit mir zusammen sein willst? Oh, für immer mit dir zusammen sein? Irgendwie fühlt mir ganz schwindelig. Oh Mann, Leute. Schildkrötengang. Oxy, komm endlich raus. Ich hab dir schon seit einer Stunde. Oxy, hallo, Steffi. Oh Mann, alter Schildkrötengang, ich hatte so einen verrückten Traum. Einen Moment, warum tut mein Nacken so weh? Ja, ich komm ja schon. Oh Mann, wer klingelt da denn so laut? Oh, hey Leia, hey Uzi. Oxy, Mann, was sollte das? Warum lässt du es bitte so lange warten? Einen Moment mal, euch lange warten? Hey, ich weiß auch nicht, ich hatte voll einen verrückten Traum, ne? Alles gut bei euch? Was machen wir heute? Wir warten schon seit einer Stunde. Oh, seit einer Stunde? Tut mir echt leid, Leute. Warte mal, Uzi. Was kratzt da an meinem Nacken, Alter? Das tut voll weh, Leute. Oxy, mach deine Hand weg. Einen Moment mal. Leute, was habe ich da bitte am Nacken? Oh Mann, ich glaube, ich habe mir wohl den Kopf gestoßen, oder? Ist das Blut oder Ketchup oder so? Warte mal, ich glaube, eine richtig große Mücke war in deinem Zimmer, oder nicht? Warte mal, ich mach das mal schnell weg. Oh, danke schön, Uzi. So, bap. Wow, vielen Dank, Uzi. Jetzt geht's mir schon ein bisschen besser. Na gut, Leute, was sollen wir machen? Sollen wir draußen ein bisschen spielen? Wollen wir zur Schule gehen jetzt? Oh ja, na los, lass uns schnell spielen. Spielen? Oh ja, let's go. Oxy, aber was sollen wir denn bitte machen? Du hast den halben Tag geschlafen. Wir wussten schon, nicht mehr, was zu tun ist, weißt du? Wir haben eine Stunde hier gewartet. Jetzt erwarte ich eine Entschädigung. Eine Entschädigung? Na gut, Leia, hör mal zu. Leia, Uzi, ich habe eine coole Idee. Wie wär's? Sollen wir heute alle gemeinsam zum Strand gehen? Und wir bleiben bis zum Abend und werden dann eine fette Party schmeißen. Zum Strand? Oh ja, na ja, das klingt super. Let's go, Leute. Und es geht natürlich heute alles auf mich. Oh yeah. So, babab und zack, direkt umgezogen. Oh yeah, Uzi, ich bin bereit für den Strand. Ich bin bereit für den Strand. Ich auch. Let's go. Aber pass auf, dass dein Pflaster nicht weggeht. Ach, keine Sorge, Uzi, das wird schon halten. Vielen Dank, Mr. Villager, Sir. Ha, kein Grund zum Dank. Vielen Dank, dass Sie sich bei uns umziehen.
Oh Mann, Sie sind echt der Beste. Okay, ich würde sagen, oh, einen Moment mal, Lea, du sonst dich da ja schon. Alter, schaut euch mal, wie schön die Sonne einfach. Oh, ouch, die Sonne tut voll weh bei mir. Warte mal, was sagst du, Oxy? Eine Sonnencreme an? Warte mal, Sonnencreme, stimmt. Ich habe vergessen, Sonnencreme. Oh, Leute, die Sonne ist echt so grässlich hell irgendwie. Oh, lass uns mal lieber hier in den Schatten gehen. Hier ist es schön angenehm. Das macht doch gar keinen Sinn beim Strand. Leute, ich habe auch keine Ahnung, warum. Normalerweise mag ich doch immer die Sonne. Was ist gestern Abend nochmal geschehen, Schildkrötengang? Ich habe keine Ahnung. Weißt du was, Oxy? Ich creme dich einfach kurz ein. Na gut, Leia, so. Perfekt, oh, das soll schon besser sein. So. Okay, los geht's. Ab in die Sonne. Die Sonne macht mir so Angst. Was ist los? Warum habe ich das gerade gesagt? Oxy, die Sonne macht dir Angst? Irgendwie schon, Leute. Ich habe keine Ahnung, warum. Hey, Mrs. Frau Villager, ich habe irgendwie Angst vor der Sonne. Sag mal, du hast Angst vor der Sonne? Du bist ja ein richtig komischer. Okay. Ey, Junge, was mache ich denn jetzt bitte, Usileia? Oh ja, ganz genau. Warum hast du Angst vor der Sonne? Erklär uns das mal. Oxy, weißt du was? Wenn du nicht kommst, dann trage ich dich einfach ins Meer. Nein. Bitte nicht so schnell. Nicht zur Sonne. Was hast du vor, Leia? Ach, ich glaube, du hast wirklich zu lange geschlafen. Oh Mann, Alter, wie wenn ich die Ops hier drin? Ey, Leute, was soll das mit? Warum trage ich mich einfach hier ins Wasser rein? Nur eigentlich ist das hier im Wasser ganz schön, hier unten vor allem. Oxy, du bist wirklich komisch. Komm, wir machen einen Wettschwimmen. Oh, okay, let's go. Oh, Mann, Schildkrötengang. Irgendwie tut mein Nacken noch so ein bisschen weh. Ich habe keine Ahnung, was gestern geschehen ist, aber naja, egal. Oh, schaut euch mal das wunderschöne Meer einfach an. Das sieht einfach richtig schön aus. Du musst atmen. Ja klar, Leute, stimmt. So, einmal schnell hier nach oben, Leute. Bisschen einatmen. Oh, die Sonne ist voll heftig. Oh, Alter, schaut euch an, wie schön dunkel es hier drin ist. Schön viel Schatten. Was meinst du bitte? Komisch. Sonne, los. Und zack, direkt raus aus dem Wasser. Ah, schnell weg von der Sonne. Oh Mann, Leute, ich habe echt Lust auf einen Drink, ihr nicht? Ja, klar, wir haben da drin unser Haus. Oh, unser Haus, das ist eine gute Idee. Na gut, Leute, lass uns direkt etwas trinken gehen. Oh, ein Esel, sehr cool, Usi. Oh, und Mama und Papa sind auch schon da. Let's go. Wollen wir uns direkt was trinken, mal, Leute? Ellie. Warte mal, Oxy, warum verbrennt bitte deine Haut so schnell? Du warst so die ganze Zeit unter Wasser. Meine Haut, was meinen Sie bitte? Autsch, tut doch schon ganz schön weh. Hey, Ellie, ist das normal bei uns, dass wir irgendwie so schnell verbrennen? Oxy, was redest du bitte? Ich liebe die Sonne, meine Haut verbrennt gar nicht. Was meinst du bitte? Oh Mann, Ellie, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Naja, egal. Wollen wir jetzt nicht was zu trinken holen, Usileia? Oh ja, na los. Komm schon rein. Oh Mann, let's go. Erstmal was trinken. Guten Morgen, Mama, Papa. Let's go. So, oh Mann, Leute, direkt was trinken, Alter. Ich hab so Durst. Mensch, Oxy, mein Sohn, ne? Du bist ja richtig wie dein Papa geworden. Läufst den ganzen Tag nur mit Leia rum. Schau dich mal an. Du siehst richtig gut aus. Dankeschön, Papa. Sag das mal bitte nicht so laut. Das ist ein bisschen auffällig, wirklich, Papa. Oxy, warum flüsterst du zu seinem Papa? Ja, weil ich dachte, du magst die kleine Leia. Du hast doch schon als Kind ein Kindenauge auf sie, oder nicht? Hey, Moment mal, Papa, sei sofort leise. Okay, Leia, lass uns direkt was trinken gehen. So, kommt alle mit raus, Leute. Donkey Kong Game Boy, vielen Dank, Ossi. Oh Mann, Leute, ich habe jetzt richtig Durst, wirklich. Das war mega peinlich. Aber okay, Oxy, hier, bitteschön. Und hier, bitteschön. Oh Mann, Leute, erstmal was trinken. Und gluck, 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 gluck. Yeah! Alter, ist das ekelhaft, Leute. Warum ist das kein Blut? Warte mal, was habe ich gerade gesagt? Was? Oxy, geht's dir gut? Was sagst du bitte? Und das ist doch dein Lieblingssaft. Oh Mann. Warte, wann habe ich ihn schlecht gemacht? Oh Mann. Nein, Lea, der war doch nicht schlecht. Oh Mann, was ist denn heute bitte los mit mir? Dab. Ach ja, das war heute doch ein richtig erfolgreicher Strandtag, nicht wahr, Leute? Oh ja, da hast du wirklich recht. Oh ja, ganz genau. Na gut, lass uns direkt einmal nach Hause gehen. Na los, dip. Okay, und Oxy, weißt du was? Wir gehen direkt, okay? Also dann wünsche ich dir eine gute Nacht, okay? Ja, gute Nacht. Ciao, Oxy. Tschüss, bis bald. Tschüss, Usi. Oh Mann, Leute, irgendwie muss ich Leia folgen. Hey, Leia, jetzt warte doch mal ganz kurz. Warum willst du denn schon überhaupt nach Hause gehen? Weil es schon abends ist, sogar schon fast nachts, Oxy. Und du weißt, nachts ist es übelst gruselig. Oh ja, aber schau dir mal die wunderschönen Sterne an. Die sehen doch richtig schön. Oh Leute, ich habe so Lust, da reinzuballen. Warte mal, was habe ich gerade gesagt? Oh ja, Leia, heute ist ein richtig schöner Tag. Okay, Leia, ich gehe erstmal in mein Haus rein. Ja, tschüss.
Okay, so plötzlich, aber okay, tschüss, wir sehen uns morgen tschüss. Und bitte verschlaf wieder nicht. Ja, ja, bis morgen, was da lang? Okay, Leute, hey, einen Moment mal, hey, Schildkrötengang, was ist bitte los mit mir, Leute? Ich fall mich irgendwie so total merkwürdig, Leute, ich bin so echt komisch. Boah, was war denn gerade bitte mit meiner Stimme? Leute, du hast meine Stimme ist schon komisch geworden, hey, was geht bitte ab mit mir? Boah, naja, egal, Leute, ich sollte erstmal schlafen gehen. Oh Mann, gestern Nacht war irgendwas komisches, Leute, aber ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Eine Fledermaus in meinem Haus ist bestimmt nur was Normales. So, bam, direkt einmal reinlegen. Einen Moment mal, eine Fledermaus. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Victoria, was machst du denn hier? Was ich hier mache, ich besuche dich, Oxy. Wie es aussieht, hat schon gewirkt. Einen Moment mal, gewirkt? Was redest du bitte, Victoria? Warte mal, stimmt, du hast mir in den Nacken gebissen, nicht wahr? Du hast mich zum Vampir gemacht, deswegen konnte ich heute nicht die Sonne brennen, wollte die ganze Zeit Leia aufessen. Du wolltest Leia aufessen? Das klingt aber niedlich, Oxy. Oh Mann, hör mal zu, Victoria, mach mich sofort wieder normal, ich befehl's dir. Dich wieder normal machen, Oxy, das wird nichts bringen. Du weißt, du bist jetzt ein Vampir und deine Überlebenschancen sind nicht ganz hoch, wenn du so weitermachst. Ein Moment mal, nicht ganz hoch. Wie meinst du das bitte? Hör zu, du hast nur noch 24 Stunden, nachdem du verwandelt wurdest, wirklich Blut zu trinken. Ansonsten wirst du ins Grab geschickt, mein Lieber. Einen Moment mal ins Grab geschickt? Hey, hör mal zu, ich bin kein Vampir. Einen Moment mal. Wie sehe ich denn jetzt bitte aus? Leute, ich sehe einfach aus wie ein Vampir. Warum sind meine Augen auf einmal rot? Tja, jetzt siehst du wirklich aus wie ein Vampir, genau, weil die Nacht angebrochen ist. Oh, jetzt nein, siehst du es. Das kann's doch nicht sein. Ich habe mich tatsächlich zum Vampir verwandelt. Moment mal, das heißt, kann jetzt auch eine Fledermaus werden? Nur wenn du Blut getrunken hast, Oxy. Oh Mann, hör mal zu, Victoria. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche Menschen essen. Sowas werde ich nicht tun. Du bist so naiv. Weißt du was? Du hast noch eine Stunde Zeit. Und ich wünsche dir viel Glück. Hey, warte mal. Hey, wo willst du hin? Bleib schon stehen, Victoria. Du kannst ja einfach gehen. Bleib schon stehen. Oh Mann, sie will einfach gehen. Bleib schon hier. Nein, 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 bitte nicht. Nein. Oh Mann, das kann's doch nicht sein. Victoria fliegt einfach auf und davon. Na los, komm schon her. Hey, wo willst du hin, meine ich? Oh Mann, das kann's doch nicht sein. Schildkrötengang, ich wurde einfach zum Vampir gemacht. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe irgendwie richtig Durst und ich höre ein richtig lautes Schnarchen dort aus dem Haus. Oh, hört ihr das, Schildkrötengang? Einen Moment mal, sollte ich eher sagen Vampirgang? Leute, schreibt mal alle Vampirgänge in die Kommentare, denn ich bin einfach ein Vampir geworden. Warte mal, was rede ich da denn schon wieder? Oh nein, Leute, ich darf auf gar keinen Fall. Leia, die schnarcht da ja. Ich muss sie unbedingt essen gehen. Nein, nein, ich darf sie nicht essen gehen. Doch, ich muss sie unbedingt essen gehen, Leute. Was ist nur los mit mir, Leute? Ich kann mich irgendwie nicht kontrollieren. Ich habe so Lust, sie zu essen. Ich gehe jetzt einfach hin. Dip, 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 dip. Klopf, klopf, Leia, bist du da? Klopf, klopf, hallo Leia. Oh Mann, warte mal, es hat geklingelt. Ist die Serie schon zu Ende? Oh, warte mal, ich glaube, ich bin eingeschlafen. Warte mal, aber es ist mitten in der Nacht. Hey Leia, jetzt mach schon die Tür auf, hallo. Warte mal, ist das Oxy? Aber was will bitte Oxy jetzt? Warte mal, soll ich vielleicht einfach weiterschlafen? Na los, Axolotl Gang, sagt es direkt in den Kommentaren. Schreibt eine 1 rein, wenn ich direkt die Tür aufmache. Soll. Und eine 2, wenn ich die Tür nicht aufmachen soll. Warum klingelt Oxy überhaupt mitten in der Nacht? Manche schreiben nicht öffnen, manche öffnen, aber die Mehrheit nicht öffnen. Aber warte mal, Oxy ist doch mein Freund. Ich mach direkt die Tür auf. Hey, Leia, jetzt mach schon die Tür auf. Hey, Leia, alles gut bei dir oder was? Oxy, warum siehst du so komisch aus und warum bist du immer noch wach? Weißt du, das liegt halt daran. Wartet kurz, Leute. Hör mal zu, Leia, kann ich vielleicht einmal reinkommen? Oh, Leute, seht ihr, wie das Aroma aus ihr spritzt? Hat so viel Blue in sich. Alter, ist das lecker. Oxy, du babbelst aber ziemlich komische Sachen gerade. Komisch? Nee, alles ist gut, Leia. Oxy, ist alles gut bei dir? Warum leuchten auf einmal deine Augen so rot? Du machst mir Angst. Leia, es ist alles gut bei mir. Hey, wie findest du meinen neuen Umhang? Ich bin der König, weißt du? Der König? Oxy, bist du gerade am Schlafwandeln oder so? Nein, Leia, hör mal zu. Lass uns doch zu einem Film schauen, oder nicht? Ich wollte dir schon immer sagen, dass ich mit dir einen Film schauen möchte. Ein Film
schon, Oxy, es ist aber mitten in der Nacht. Eigentlich war ich doch vorhin am Schlafen. Oh ja, am Schlafen. Boah, dreh dich mal um. Das sieht ja richtig schön aus bei dir. Dreh dich mal bitte einmal um, okay? Warte mal, was müsst ihr denn? Jetzt muss ich es einfach tun, Leute. Und hey, was sagst du? Na los, bleib schon stehen, Lea. Bleib schon stehen, Mann. Oh Mann, ich will sie unbedingt beißen. Komm, bleib schon stehen. Na los, jetzt habe ich dich. Und zack. Und ouch. Aber ich bin gestolpert. Was willst du von mir, Oxy? Naja, Lea, du hast da was am Nacken und... Oh, schmeckt das lecker. Ja, Leute, Alter. Moment mal, was mache ich hier bitte? Oh nein, hä? Oh, zack. Oh nein, Schildkrötengang, was habe ich nur gemacht? Oh, ich habe mich einfach in eine Fledermaus jetzt verwandelt. Das ist alles Victorias Schuld. Oh nein, die arme Leia. Oxy, wo bist du hin? Oxy, ist alles gut bei dir? Das heißt ja, dass Leia sich auch in einen Vampir verwandeln wird. Ich muss hier erstmal ganz schnell weg. Na los. Ich muss hier die Tür öffnen. Ich muss ihn wieder zu bringen. Na los, stell ihr durch. Ich muss hier ganz schnell weg. Leute, das kann es doch nicht sein. Ich habe einfach Leia gebissen. Oh Mann, was passiert bitte mit mir? Oh nein, Leute, ich glaube, sie verwandelt sich auch so. Und zack, direkt einmal zurück verwandeln. Oh nein, Leute, ich habe einfach wirklich Leia gebissen. Das kann es doch nicht sein, als ob ich sowas jemals machen würde. Oh, was passiert da unten mit ihr? Oh nein, ich glaube, sie hat sich auch verwandelt, oder? Oh Mann, was passiert bitte mit mir? Und warum fühle ich mich auf einmal so... böse. Schildkrötengang, das kann es doch nicht sein. Naja, egal, ich muss unbedingt zu Leia. Hey, Leia, hör mal zu, es tut mir echt leid. Ich bin ein Vampir. Ich hab dich auch zu einem Vampir verwandelt anscheinend. Warte mal, was? Du bist ein Vampir? Das erklärt dein Verhalten. Was hast du bitte gemacht? Oh Mann, Leia, hör mal zu. Hast du nicht auch irgendwie voll Lust auf Blut? Richtig leckeres Blutessen von den anderen. Oder so richtig schön Ketchup natürlich, meine ich. Richtig leckeres Ketchup-Essen von den anderen. Du hast recht. Warte mal, was sag ich da bitte? Und was sagst du überhaupt? Oh Mann, ich weiß auch nicht. Wir sind einfach Vampire in diesem kinderfreundlich, werbefreundlichen Video hier. Wie kann das sein? Oh Mann, ist doch egal. Lass uns direkt Billy und Ussia einen Besuch abstatten. Billy und Ussia einen Besuch abstatten. Du hast recht, Leia. Dip, 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 dip. Pupsi, Pups. Pupsi, Pups. Oh Mann, ich hab so Hunger. Na los, komm schon her. Oh, Leia, hörst du das? Billy ist hier einfach drinnen. Was sagst du? Sollen wir ihn mal ein bisschen beißen gehen? Oh ja, natürlich. Und warte mal, hat er etwa hier alles zugegraben? Nee, hier ist ein Geheimtier von Billy. Wir schauen mal. Der schläft da einfach. Leute, was macht der denn dort? Na los, geh schon zur Seite. Ja, Billy Pupsi Pups. Ich bin Billy Pups. Der sieht ja richtig lecker aus. Hey, Billy, wach mal auf, Junge. Billy, ist alles gut bei dir? Da ist er ja schon, na, Billy? Pupsi Pups, was ist hier bitte los? Leia, Oxy, warum habt ihr so rot leuchtende Augen? Ist alles gut bei euch? Ich habe gerade mit Ukri gespielt. Mit Ukri gespielt? Hey, Billy, hör mal zu, Leia. Willst du es ihm sagen oder soll ich es ihm sagen? Weißt du was? Kannst du dich mal vielleicht für uns umdrehen? Dann sage ich dir auch, was wir dir beibringen. Nur ganz kurz einmal, Billy. Pupsi Pups, okay, ich dreh mich mal um. Was ist denn bitte dort? Wir sind Vampire. Let's go, beiß schon rein. Ist ja lecker, Alter. Los, Leia, lauf ihn einfach aus, ja? Pupsi Pups, was macht ihr da? Autsch, ich werd ohnmächtig. Oh, ist das lecker, Leute. Der hat ja richtig viel Ketchup in sich. Warte mal, Leia, was haben wir nur mit Billy gemacht, der Arme? Warte mal, Oxy, warum siehst du das in seinen Nacken? Oh nein, der arme Billy. Aber ich hab immer noch Lust zu gucken. Guck dir das mal an, Leia. Oh, let's go. Wir machen eine richtig schöne Party. Das dürfen wir nicht. Leia, was geht hier nur ab mit uns? Wir müssen hier ganz schnell weg. Komm schon mit. Was geht hier nur ab mit uns? Wir sind völlig wahnsinnig. Oh Mann, hey, was machst du, Oxy? Das ist unsere Gelegenheit. Lass es direkt Ussi ein Besuch abstatten. Warte mal, Ussi auch noch. Ussi ist doch unser Freund. Wir können doch nicht auch noch essen gehen. Hey, Leia, warte mal. Unser Freund? Wer ist erst unser Freund, wenn er auch so ein Vampir ist wie wir? Stimmt, da sind einfach alle Vampire. Wie cool wäre das? Let's go, Ussi. Wow, nam, nam, nam. Oh Gold, alles Bananen. Oh yeah. Oh Mann, hey, Leia, hier vorne schläft schon Ussi. Bananen. Was sagst du? Sollen wir ihn direkt auch noch futtern gehen, den kleinen süßen Ussi? Oh ja, natürlich. Schau, da liegt da schon so direkt lecker rein. Soll ich dir sagen, das Leckerste bei Ussi ist, glaube ich, wirklich nicht mal der Nacken, sondern einfach hier vorne so dieses Fett. Schau dir das mal, weil Ussi ist ja ein bisschen dicker, ne? Bananen.
Hey Lea, was sagst du? Soll ich ihn zuerst essen oder zuerst du? Und was sagst du? Sollen wir direkt reinbeißen? Oh, einen Moment mal, Lea, du siehst ja richtig gut aus auf einmal. Du hast recht, du hast dich doch auch hin verwandelt. Jetzt sehe ich auch wirklich hübsch aus. Ich bin die Prinzessin. Ja, wir sind jetzt einfach richtige Vampire. Okay, ich würde sagen, Lea, geh du zur Seite. Ich beiß zuerst, Ussi. Eins, zwei, drei und ha! Ah, was ist das? Warte mal, er ist aufgewacht. Ussi, du bist wach. Warte mal, Ussi, wie kann das sein? Warum bist du einfach aufgestanden? Ich wusste schon seit Anfang an, dass du zu einem Vampir geworden bist. Na los, komm schon her. Oh, warte mal, hey, was ist das? Einen Moment mal Knoblauch. Oh, oh nein, was machst du? Ich verwandle mich. Oh Mann, Leute, ich glaube, ich bin wieder normal. Hey Ussi, du hast mich gerettet, ich bin wieder normal, vielen Dank. Oh ja, und ich habe mich selbst auch gerettet, aber schau mal wieder Leia an. Oh, warte mal, Leia ist immer noch ein Vampir. Das ist nicht euer Ernst, oder? Hey, Leia, hör mal zu, das war gerade nicht ich wirklich. Ja, Ussi, du hast uns gerettet fast schon. Wir müssen jetzt nur noch Leia retten. Leia, wir sind keine Vampire. Okay, komm her, nimm dieses Knoblauch hier. Oh, und ich will, dass du wieder ein Vampir bist, so wie ich. Nein, nimm das, Leia. Ich hab sie getroffen, jawohl. Boom, es hat funktioniert. Leia, geht's dir gut? Oh Mann, bei dir ist alles gut, nicht wahr? Autsch, mein Nacken tut so weh, Oxy. Was hast du bitte mit mir gemacht? Leia, keine Sorge, das ist nur Marmelade. Was denkst du denn bitte? Jetzt mal ganz ehrlich. Oh ja, ganz genau. Als ich mir ein Marmeladenbrot gemacht habe, habe ich ein bisschen gekleckert, aber das ist nicht schlimm. Oh ja, denn normalerweise müsste das alles schon verheilt sein. Du hast einfach Marmelade dran. Hey, naja, egal. Hey, hört mal zu, Leute, wir sind wieder alle normal. Wir haben es geschafft, nicht wahr? Oh ja, du hast recht, Oxy. Das war wirklich komisch und ich frage mich, wegen meiner Vampirfreundin Victoria. Aber ich glaube, wir sind hier erstmal weg, Leute. Let's go. Warte mal, hört ihr das? Ja, Billy Pupsi Pups. Leute, hört ihr das gleiche wie ich? Oh nein, Lea, wir haben ja noch an Billy rumgeknabbert. Einen Moment mal, Billy ist jetzt einfach zum Vampir geworden. Ja, Pupsi Pups, ich will euer Pups essen. Warte mal, was? Geht um euer Leben, Leute. Was geht denn hier jetzt ab, Billy? Ganz ruhig. Warte mal, warum will er unser Pups essen? Das klingt ja wirklich schrecklich. Und Schildkrötengang, falls euch da draußen das Video gefallen hat, dann lasst es mit einem Like und ein Abo da. Hier rechts und links findet ihr auf weitere echt coole Minecraft noch Roblox-Videos. Und ja, Freunde, nicht vergessen, immer schön Knoblauch essen. Und Freunde, drückt jetzt unbedingt aufs nächste Video hier auf eurem Bildschirm drauf. 3, 2, 1. Bis gleich, Leute. Ab aufs nächste Video. Tschüss. Bis gleich. Abonniert. Abonniert. Tschüss.